nach der Cardio, vor der Cardio, so ein bisschen Krafteinheit, eine Mischung zwischen, naja, Functional Fitness und ein bisschen Pumpen. Hi, Versuch Nummer 2 bei der Speicherfeuerrakete. Ich habe das alles schon mal gemacht, deswegen seht es mir nach. Ne? Wer hat die aufgepasst? Wer hat Speicherfeuer gehabt? Dreimal durch der Rasenfreunde. Ich zeige nicht mit dem Finger. Morgen, ihr Lieben, Versuch Nummer 4823. Ich bin total fertig, werden wir das Video hier nicht hinkriegen. Ne, alles gut. Also zwischen den Cardio-Einheiten, gestern Cardio, morgen ist wieder Cardio. Eine Krafteinheit kombiniert mit Functional Fitness. Ihr kennt die Übung schon, wir kombinieren sie jetzt halt mit dieser Slow-Motion-Technik, also schön langsam. Ihr guckt, dass ihr zwischen 5 und 10 Sekunden benötigt, je nach Athletenniveau. Also ihr geht erstmal ganz langsam locker runter in die Kniebeuge und zählt dabei. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und wenn ihr unten seid, kippt ihr nach vorne und krabbelt nach vorne. Lasst den Hintern schön unten, dann geht ihr vorne in die Liegestütze und jetzt das gleiche. 21, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ihr könnt auch hier unten weiter halten, aber treibt sich, ihr müsst wieder hoch. 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20. Und dann krabbelt er zurück, der Hintern bleibt wieder schön unten, kippt wieder auf die Fersen, kommt aufrecht und das gleiche von vorne. Schön langsam hoch. 21, 22, und so weiter. Wie gesagt, die Einsteiger versuchen das über 5 Sekunden zu zählen. Die Cracks können locker 10 Sekunden dranhängen und dann guckt er, dass er 3 bis 4 Wiederholungen hiervon macht, die Einsteiger. Also mit Wiederholung meine ich immer die Kombination Kniebeuge und Liegestütz. Die Fortgeschrittenen können ruhig 5, 6 und die Cracks können auch probieren, ob sie davon 10 Stück schaffen. Immer die Kombi. Dann macht er 2 Minütchen Pause und dann guckt er mal, wie oft ihr das Ganze wiederholen könnt. Ich denke mal, 5 Runden sind schon anständig, Zähne sind schon crazy. Viel Spaß, bleibt stark, bis gleich.